Und wir gehen zum Rätsel. Also es lohnt sich schon auf jeden Fall in den verborgenen Sachen hier rum zu suchen, weil hier gibt es anscheinend immer eine Fähigkeit. Ja, und es macht ja auch Spaß. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie langweilig ist. Nicht reichen, Schwestern. Wir müssen die Waffen erheben und Gottes Schwert gegen die Heiden sein. Ich habe hier eine Auswahl. Ich muss mal kurz, das geht mir ein bisschen auf den Sack, die verborgenen Quests deaktivieren. Oder auch einen Streitkolben, falls das mehr zusagt. Ja, wir gehen einfach mal hin. Ah ja, okay. Meine Augen täuschen mich nicht. Dort ist unser Feind. Keine Zeit zum Üben, Schwestern. Jetzt Feuertaufe. Schwestern! Das ist krass, dass es so solche Reiter sind hier, ne? Schicken wir diese Aufgebot des Bösen in die tiefsten Abgründe der Hölle! Boah, die Alte ist ja richtig krass auch. Oh! Was ist das denn? Ja, gut, dann mache ich das mit dem Speer hier. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, ihr Heiden fuchtelt mit euren Waffen herum wie Kinder. Scheiße, dass ich halt kaum Adrenalin habe. Sonst hätte ich nämlich was hier schon im Petto. Oh, das arme Pferd. So, jetzt habe ich wieder viel Adrenalin. Ich mach mal was. Ich mach mal eine Fähigkeit. Ja, die hat ein bisschen Schaden gemacht, die Fähigkeit. Wow. Scheiße. Ich glaube, wir müssen uns mal heilen. Oh nein. Aber das mit Idus Herz, also das empfehle ich auf jeden Fall jedem. Das ist ja schon fast ein halber Sheet hier. Reicht es dir nicht, den Namen meiner Familie zu beschützen, dass du noch meine Lebensflamme ersticken willst? Runtergeschossen. Die Gute. Und damit haben wir gesiegt und den Tod müssen wir jetzt bestätigen. Ah, das war doch ihr gefolgt, hätte sie mich vielleicht besiegt. Ja, das war tatsächlich ein fränkischer Adeliger. Ich glaube, davon gibt es insgesamt drei. Das habe ich zumindest in den Trophäen schon wahrgenommen.